Immer mehr tonnenschwere Lkw rollen auf bundesdeutschen Autobahnen. Ihre Zahl wird in den nächsten Jahren drastisch steigen. Das bringt noch mehr Lärm und Abgase. Einige Gründe. Die Zunahme des Warenaustausches innerhalb der EG. Der Güterverkehr zwischen Ost und West sowie wachsende Termingeschäfte, die aus einem Lkw ein rollendes Lager machen. Für die Lasterfahrer bedeutet das noch mehr Zeitdruck und Stress, die durch überhöhte Geschwindigkeit häufig wettgemacht werden sollen. Mein Gott, du gibst doch Gas. Wie ist es denn wahr? So fahren viele verantwortungslos, nicht nur zu schnell, sondern vor allem mit viel zu wenig Abstand. Die Folge: verheerende Massenkarambolagen und Unfälle verursacht durch Lastkraftwagen, die in einen Stau rasen. Der siebte Sinn hat einen Stau mit 6 Fahrzeugen gestellt. Mit einer Restgeschwindigkeit von Tempo 70 nähert sich der Lkw, der nur 5 Tonnen schwer und nicht beladen ist. Dasselbe noch einmal in Zeitlupe. Von einigen Autos bleibt so gut wie nichts mehr übrig. Der Lkw schiebt die Fahrzeuge wie Pappkartons zusammen. Noch einmal aus einer anderen Perspektive. Die beiden Kleinwagen am Stauende presst der Lkw hochkant zu Schrott. Achsen, Räder und Blech bilden ein unentwirrbares Knäuel. Die Wucht des Lkw ist vernichtend. Die vorderen Pkw geraten noch auf die Gegenfahrbahn und wären dort mit anderen Fahrzeugen kollidiert. Wie gesagt, nur ein 5-Tonner, unbeladen, mit Tempo 70. Immer mehr tonnenschwere Lkw rollen auf bundesdeutschen Autobahnen. Ihre Zahl wird in den nächsten Jahren noch drastisch steigen. Am Puls der Zeit. Am Puls der Zeit. Mit dem Schlagerwettbewerb 91. Vor der endgültigen Entscheidung präsentiert TV Meyer Ihnen die erfolgreichsten 3. Donna Doria mit This is why you love me so much. Das ist, weil du mich so liebst. Jack Michaelson mit Love me, please love me, love me do. Oh. Liebe mich, bitte liebe mich, tu's. Und least but not last, Phoebe McDowell mit Because I love you so. Weil ich dich so liebe. Wer wird Sieger? Schlager des Jahres. Die Entscheidung ist gefallen. Da die Jury feststellen musste, dass keiner der Interpreten selbst gesungen hat, aber nur selbst erbrachte Leistungen ausgezeichnet werden können, geht der Titel Schlager des Jahres an die Glücksspirale. Lose nur bei Lotto.